Am 10. Juli beim Straßenfest rund um die Warendorfer Straße habe ich Burkhard Elger, Mario Hemken und Bernd Werner getroffen, die als Trio seit einiger Zeit den meist traditionellen akustischen Blues in Münster neu aufleben lassen. Das ist diese wunderbare Gruppe Mississippi Campfire. Das sind also Mario, Bernd und ich. Und uns gibt es seit ungefähr 2 Jahren so in der Formation zu dritt. Und eigentlich sind wir so eine Wohnzimmer-Kombo, die gelegentlich auftritt. Aber hier treten wir halt öfter auf. Es wird immer mehr. Und ich war früher ja viele Jahre bei der Blues-Mafia und bin jetzt sozusagen reamateurisiert und spiele dann auch nur noch Akustikgitarre und keine E-Gitarre mehr. Und wenn es irgend geht, benutzen wir überhaupt keine Verstärker, spielen also lieber häufiger vor wenigen Leuten als einmal vor vielen und besonders laut, lieber leise und vor wenigen, dafür öfter. Und das macht eigentlich auch viel Spaß, da haben wir keine Schlepperei, wir können immer schon Bier dabei trinken. Ja. Dann passt die ganze Sache auch wieder. When the train pulled in the station, I looked her in the eye. The station, I looked her in the eye. Felt so lonesome, felt so lonesome. All I could do was to cry, and all my love's in vain. Ich denke mal, in der Formation, wie wir hier auftreten, sind wir eigentlich in Münster fast schon. Kann man sagen, die einzige Formation, ne? Hoot in the Blues natürlich, aber die sind ja auch schon seit 20 Jahren professionell im Geschäft und machen das wirklich sehr, sehr gut. Und wir sind ja eine, wie Burkhard schon sagte, eine reine Hobbyband, aber wir werden eigentlich immer besser. Und die Musik, die wir machen, zumindest wenn wir akustisch spielen, macht uns immer mehr Spaß. Und wir zeigen unsere Instrumente eben auch ohne technische Falltüren. Das heißt, das, was wir können, das, was wir haben, das zeigen wir. Und wir brauchen gar nicht großartiges Equipment. Und die Musik, die wir machen, die ist sehr melodiös, also es ist klassischer Country Blues, aber viele Abstriche auch in dem Bereich von New Orleans, auch aus dem Folk-Bereich sind viele Sachen dabei. Einige Stücke kennen die meisten Leute auch schon, wenn sie die Melodie hören. Zwar wissen sie nicht unbedingt, von wem das Original ist. Wir haben zum Beispiel auch den Song City of New Orleans dabei, den kennen viele Leute noch von Rudy Carrell. Wann wird es mal endlich wieder Sommer? Jetzt haben wir ihn da. Also solche Sachen. Aber ich spiele natürlich nicht Rudy Carrell Sachen, aber das meiste ist amerikanisches Material von Künstlern, Musikern, die lange, lange tot sind. Und ich denke, das ist so die Seele unserer Band. Und du spielst normalerweise? Mundharmonika. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann nur das spielen. Nighttime on the city of New Orleans. They're changing cars in Memphis, Tennessee. Every day we will be there by morning. On the Mississippi River, we roll it down to the sea. And all the towns and places seem to fade into their dreams. And the rail still hasn't heard the news. And sometimes these will rain and the customer sings a song. The strain has got the long forgotten railroad blues. Good night, America, how are you? Don't you know that I'm your native son? And the train they call the city of New Orleans. I've gone 5,000 miles and the day is done. I've gone 5,000 miles. Wollt ihr auch noch was sagen? Erzähl doch mal, worauf du sitzt, was du spielst. Ah ja, ich spiele ein Cajon. Das ist ein Holzkasten und ich habe eine Doppelfußmaschine umgebaut. Und so kann ich dann auch mit einer Hi-Hat quasi einen Sound machen wie ein richtiges Schlagzeug. Ja, genau. I'm going down, way down to the river. In my old rocking chair, gonna jump right in, and I'll be rocking right away from here. Wie oft spielt ihr zusammen?
Also wir treffen uns regelmäßig zum Proben, aber so Auftritte machen wir ja vielleicht jetzt so zweimal im Monat, ja. Herr Burkhardt, du kannst ja auch noch mal eben sagen, was du so alles spielst. Ja, ich spiele hauptsächlich Gitarre, ein bisschen Klavier und Bass nebenbei auch noch. Kasur, ja. Kasur und Vuvuzela. Über Vuvuzela, genau. Und dieser Blues ist natürlich eigentlich nicht fürs Radio gedacht, sondern wirkt erst richtig in echt live, fast je kleiner desto besser. Ich habe jetzt leider noch keinen nächsten Termin anzubieten. Wegen Urlaub wird das wohl vor Ende August, eher Anfang September, nichts mehr mit Mississippi Campfire. Geplante Auftritte werden aber meist zum Beispiel in der Nadan angekündigt. Also Veranstaltungshinweise lesen oder auch im Internet nach Mississippi Campfire fahnden. Da gibt es dann auch noch mehr Infos zur Band. Sometimes you drive me crazy by doing the things that you do. And all I'm asking, baby, can I be happy too? I'm just your fool, I must confess. I love you, baby, take all your mess. Why I'm crazy, and you're my baby, and I'm your fool. Blow down. Bless your food.